Yes! Jetzt haben wir die perfekte technische Einstellung, um euch HD-Spaß zu bieten. Mit guter Abstimmung von Sound und Sound. Das ist hier die geile Musik. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal in dir drin erscheine und manchmal außerhalb von dir. Ja, aber wenn ich nur in dir drin, wenn wir sterben? Wahrscheinlich, wenn wir das Spiel neu starten oder so. Wenn wir zuvor zusammen ein Level beendet haben, dann scheinst du nicht in mir drin. Werde ich mit Existenz belohnt. Von dem Mord. Du wirst mit Existenz belohnt. Wie hübsch. Danke. Da. Das ist einfach gegen die Wand gebumst. Boah, ein Geist. Ledermäuse und Geister. So, das sind doch Geister, oder sind das Leute von Kugel? Nee, das ist Cousin Ed. Vetter Ed. Heißt er nicht Vetter Ed? Auf Deutsch heißt er Vetter Ed. Auf Englisch heißt er Cousin. Ja. No shit. Der Cousin dann wahrscheinlich. Du musst ja aus in deinem Kopf dieses Cousin-Ding gekommen sein. Nein, Vetter Ed kam. Wie du dir wegschießt. Wie? Okay. Oh. Das Gameplay. Ich komm nicht. Also absolut nicht. Wie sich der Fisch da durch die Tür durchzwängt. Hast du es gesehen? Ja. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, der Fisch ist hier nicht so eine große Hilfe. Kirby könnte da einfach floaten. Hilft mir alles nichts. Aber jetzt kannst du die warpen, weil du kannst mir nichts abziehen. Ja, stimmt. Dann bist du mir eine Hilfe. Zum Beispiel, indem du das alles abräumst. So kann man doch unendlich einfach machen, wenn du stirbst. Ich halte mich im Hintergrund. Ja. Wenn du stirbst, morfst du dich wieder raus aus mir. Nur du darfst dich halt nicht treffen. Ich darf niemals getroffen werden. Meet and Greet mit Ralf Zacherl. Werde ich nicht annehmen. Und mit. Hey, come on, das war cool. Super! Würdest du mit Ralf Morgenstern, würdest du das annehmen? Ist das ein echter Mensch? Ja, dieser mit den wenigen Haaren, der mit der Mütze, so einen leicht homosexuellen Touch. Aufgrund seiner Homosexualität übrigens. Kenn ich nicht. Der ist mal so ein Frühstücksfernsehen. Risky Business, was du machst. Ja, aber ich glaube, es war erfolgreich. Oh, Vetter Ed! Boah! Marsmensch. Das ist nicht mein Freund. Marsmensch. Die sehen lustig aus. Ich hole mal runter. Ich schmiede deinen Berg. Was? Ja, egal. Nee, das kann ich nicht weiter aussprechen. Ich gehe wieder in Richtung Sodomie. Runterholen? Okay. Du hast ja schon nichts dafür geoppt, es nicht auszuführen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, es auszuführen. Geoppt? Ja, option. Opted. Also im Sinne von. Warte, ist tot? Ja. Well done. Achso, ich muss hier den. Ich brauche hier die Special-Fähigkeit von... Wie lasse ich das los? So. Ui. Jetzt kann ich auch wieder kommen, ne? Boah, du musst glaube ich sogar... Das war knapp. Oh, ich habe das aus dem Halbe abgezogen, Mann. Das war doch fies jetzt. Oh, das ist ja krass. Auch das hat der Lord of Finsternis glaube ich schon mal analysiert. Nein, das ist ein Irrweg. Einfach von Anfang an nur unten ballern müssen. Das war wieder dein Komplettierungswahn. Mit vielen Wahn. Ich weiß. Wir sind bald bei King DDD. Und dieses Spiel hat angeblich, wenn man all diese widerlichen Aufgaben macht, irgendein geiles Ende mit so einem super Horror-Albtraum-Endgegner.
Aber das werden wir hier natürlich nie zu Gesicht bekommen in diesem Let's Play. Weil, what the fuck? Wir machen ja nicht freiwillig eine Sekunde mehr, als wir müssen. Dass wir genötigt werden. Ich glaube, hier brauchst du eine andere Fähigkeit. Oder ein Tier mit der Feuerfähigkeit. Ja. Also. Metroidvania-mäßig. Wie wir uns einig waren, da nicht reinzugehen. Wahrscheinlich haben wir da das Tier holen können und zurückgehen können und so ein Quatsch. Ja. Da ist Campino. Was war das denn für ein Geräusch da? Achso, wir haben die falsche Tür. Campino nicht geschafft. Naja. Was ist das? Oh, wir gehen in Andy. Ein Fischi. Ja, der hat eine Energieleiste. Nein, nein, nicht. Sei. Oh, ich weiß. Soll ich dir meine Eigenschaft geben? Nee. Ich töte ihn mit allem, was er hat. Oh, das ist rutschig auf dem Boden. Ich töte ihn mit allem, was er hat, gefällt mir gut. Ja, mit deinem Kopf! Mit deinem Kopf! Mit mehreren Kopf. Oh, was? Hast du es gesehen? Ja. Das ist ein Mann der vielen Köpfe. Und das ist wirklich ein Mann, denn das ist ein Schneemann. Ich weiß nicht, ob das schon vorbei ist. Geil, muss seine Leiche zerfetzen. Leiche zerfetzt. Also wenn jetzt diese die Mäuse, die kenne ich auch aus anderen Spielen. Ich habe die Köpfe. Hast du das gesehen? Guck mal hier, der Kopf. Und dann oh, das ist ja keine Maus, sondern ein Ei. So ein Ei, so haben die Dumpty-Style. Ein Ei mit einem Mäuseschädel auf dem Kopf. Und da oben ist schon wieder Rapa Nui. Rapa Nui. In welchem Spiel halten wir die noch immer? Ui! Ich hab die gegessen. Hey Gordon, kannst du mal wieder aufhören, die Scheiße dazu machen, die du machst? Danke. In welchem Spiel haben wir immer noch die Rapa Nuis? Wir haben von denen geredet. Super Mario Land. Hör auf jetzt da! Nicht Super Mario Land, das haben wir nie gespielt zusammen. Ja, da sind sie auch. Ja, ich weiß. Aber wo haben wir darüber geredet? Da hat uns noch Dagikos mal verbessert und hat gesagt... Große Insel. Große Insel. Heißt nicht Rapa Nui, sondern was weiß ich. Hier sind noch chinesische fliegende rote Kugeln. Chinesische? Auf jeden Fall. Ja, Güte. Oh! I made it. Dieses Ding ist auch Enttäuschung. Ich auch. Okay, wenn Kirby die Arme ganz oben hat, holt er wenig Schwung. Und wenn er sie ganz unten hat, springt er maximal weit. Was kommt denn jetzt? Atomic Kitten? Ja, das ist wie irgendwie so ein Sailor Moon. Hello Kitty. Oh, wir sind auf irgendeinem so klassen Luftschiff, was abstürzt. Schnell weg hier, hier ist Candyland. Das ist ein Ritter, der Spikes hat. Oh, hier kann man wieder die Eigenschaft auswählen, die man haben will. Ich finde das mit dem... Das finde ich irgendwie doof. Das will ich. Entschuldigung. Dann nehme ich das. Oh, jetzt gibt's das auch wieder. Ach, ich hatte nur noch einen halben Heini. Das macht nichts. Einmal drei Leben. Das nicht. Digestiert. Oh, weißt du, was wir wahrscheinlich auch machen können? Du kannst dich wahrscheinlich auch in Zeiten großer Not essen. Dann hast du ja einen mehr. Ja, guck mal, als du dich jetzt rausgespawnt hast, hast du mir keine Energie abgezogen. Nee, ich glaube, du hast mich danach aufgegessen und verschluckt. Ja. Ich glaube, dass du deswegen jetzt wieder volle Energie hast. Nee, ich hatte volle Energie, weil das Level neu gestartet und das ja. Ist tot gegangen. Und dann bin ich gespawnt und ist er weggegangen. Dann habe ich dich gefressen. Nachdem ich gespawnt bin und die anderen weggenommen habe. Ah. Aber als du dich dann wieder rausgeholt hast, habe ich keinen verloren. Nee, du hast direkt weil ich danach, dich ja gegessen nein, du hast direkt danach Energie eingesammelt. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Wir können es ausprobieren. Ist nicht mal. Achso. Die Spikes sind so kacke. Jetzt hast du 5? Ja. Ah, da ist gar kein Platz für dich. Kein Tier? Ach, hör auf, die Tiere sind auch alle kacke. Oder was? Ja, wollen wir helfen sie. Besonders geil, weil. Ach, das ist ja alles scheiße. Ah ne, hier, guck mal. Bam. Dieser Raketen-Energie-Horror-Fernsteuerungsvogel ist ganz geil. Was ist, wenn ich hier oben reinfliege? Geht gar nicht. Geister aus der Flasche. Oh, mir ganz viele Geister aus der Flasche. Pass auf.
Haben alle ihre Flaschen zerstört. Ihre Lebensgrundlage entfernt. Wie schlecht das da unten ausgefüllt wird, das weiße Ding. Siehst du das? Ja. Erst was hast du denn für einen geilen Move gerade gemacht? Erst wenn es vollständig ist. Ja, aber die sind so schlecht ausgefüllt. Ja, aber das ist so ein Schatten, die sind dreidimensional über der Bahn. Nein, ich glaube, das ist einfach. Das sind jetzt ganze Puzzleteile. Und man kann es erst wieder zusammenfügen. Die liegen halt nicht jetzt schon aneinander, sondern erst, wenn wir alle haben, du mir sie. Soll ich Rocky McCockstar nehmen? Nee. Hier, guck mal, den meine ich. Der ist so geil. Aber so ist er nicht geil mit der Eisfähigkeit. Weil der pulvert er auch einfach nur aus sich heraus. So wie jeder andere auch. Oh, Wumpoller! Ich wusste es. Ich habe das nicht schnell genug gemacht. Ich kann ihn wegfahren lassen, in den Keller. Oh, ich bin selber in den Keller gefahren. Oh nein, das hätte ich kaum sehen müssen. Können. Dürfen. Ich hab's auch kaum sehen. Warum sind die Türen jetzt so höhlenartig? Das ist überhaupt nicht hier. Sind jetzt die Bälle noch tödlich? Keine Ahnung, sie blinken einmal kurz, wenn sie ihren Blitzer verlieren, und dann hören sie auch zu blinken. Sieht auch aus wie Äpfel. Das ist Äpfel. Kannst du sie auch essen? Kannst du zum Äpfel werden? Nee. Da habe ich wirklich ein paar Sachen überlegt. Der Kirby ist ja grundsätzlich schon irgendwie ein sympathisches Spiel. Sympathische IP. Mächtiger Dude auf jeden Fall. Das habe ich gut gemacht. Das ist wahr. War schwer? Nee. Das ist gut, weil er sich durch das Pieksen nach vorne bewegt. Wie geil jeder Raum, fast jeder Raum diese Belüftung hat, ne? Das ist wie bei Mario World 3. Boah, die schießen ja auch nach oben. Fick dich. Oh! Oh Gott. Boah, was ist denn mit ihm los? Hast du gesehen, wie krass die drauf war? Ja, weil du dich für den Vogel entschieden hast. Ich glaube nicht, dass das daran lag. Vorsicht! Das brauche ich da oben. Und ich brauche das. Hä, das sammeln wir für uns beide. Ach so, das ist ja Leben. Oh, wie hat er sich ja plötzlich befreit und warum? Ja, ich weiß nicht, aber warum bist du überhaupt zu mir gekommen? Ich hatte vergessen, dass die. Ach, wir sind hier, wie gut. Schnell weg. I. Hat er getötet. Elektro. Volt. Elektro ist geil, ist eigentlich mein Lieblingsakt. Wurde aufgemampft. Das ist gut, hol das Leben. Ein Mädchen, ein Kirby-Mädchen. Hast du gesehen? Zum Verlieben, für dich. Zumindest wenn du Rassen immanent bleiben willst. Du hast weder dem Mädchen geholfen, noch wieder uns ein Tier ermöglicht. Oh, Super Mario Brothers. Ne? Nur ohne Flammen. Ja. Und schneller. Fake-Tür. Olli Dittrich als Fake-Tür. Ist das eine Rolle von ihm? Der hat Motion Capturing gemacht dafür. Olli Dittrich? Ja. Das war noch vor den Drogen auch. Da musste er doch jeden Job nehmen, den er kriegen konnte. Was ist denn mit denen? Sie sehen auch wie gemalt. Hier, ja, Magic Power Pinsel. Ja. Haie. Willst du gerne mal in China sein? Vorsicht! Für so einen Tag? Ja, oder mal zur Mauer. Ach, die Mauer ist mir egal. So kein Sucker für Monumente? Nee. Null?
Bin kein Sacker für Monumente. Nee, so ein bisschen. Achso, wenn es ganz monumental ist, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass es interessant wird. Nee, hättest du jetzt nicht irgendwie Bock, wenn du schon mal in Ägypten bist, dir auch die Sphinx anzugucken? Ach, vielleicht schon, aber mehr, wenn sie. Aber nicht so just because it's the Sphinx, sondern mehr, wenn es wirklich für sich heraus interessant ist. Wozu ist dieser Abschnitt da? Um Varianz zu faken. Das ist traurig, weil wir nicht alle seine Schnuffelpuffel befreit haben. Nun denn, letztes Level! Letztes Level. Bruder Pong. Kurzer Check, ab. Nee, das was uns zu Ende machen, dann können wir vielleicht gleich das ganze, den ganzen Scheiß in einem Abwasch machen und ich kann auch ein Bier holen. Okay. Bis warum habe ich nur keinen Rückruf bekommen? Komisch. Das sind Fragen, die wir uns stellen. Oh Gott.